Was geht und herzlich willkommen bei uns bei den Snooze-Lovers. Genau. Heute kein Snooze, kein Nikotin-Pouch. Tja, was ist denn ganz anders. Aber, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Scoop, scoop. Scoop, scoop. Viel Spaß. Bleibt dran, bis gleich. Genau, heute dreht sich um die super coolen Scooper. Ja, wenn es noch nichts sagt, wer es nicht bei Vox Höhle der Löwen gesehen genau. hat. Ja. Ein Startup, ne? Richtig, mal was Besonderes wieder, mal Jungs, wo ich traue. Der Lars hat das Ganze gesehen. Ja, beziehungsweise mein Bruder hat mich gesehen und der hat gesagt, ey, guck doch mal auf Vox, was geht da ab? Was ich sofort gedacht habe, ey, da stell dir jemand einen Snooze vor. Mhm. Also das ich glaube, die zwei Founder von diesem Ding, die kommen wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Snooze-Nikotin-Pouches-Geschichte. 100%, ja. Anders kommst du auf so eine Idee. Nee. Und eigentlich auch eine brillante Idee, jetzt aktuell diesen Verbot zu umgehen mit einem anderen Wirkstoff Nikotin und dann halt mit Koffein zu punkten. Hast du recht. Was ich mir dann die ganze Zeit denke, braucht man das? Aber wie du jetzt sagst, das kann man alles umgehen. Du hast trotzdem was unter der Lippe quasi, das Gewohnte. Ja, und weißt du, ein Snooze, ein Nikotin-Pouches, kennst du das, wenn es manchmal so ein bisschen müde macht, wenn man schon was getrunken hat? Ja. Und vielleicht kommen wir denn hier dagegen. Energy ist drin. Du hast gestern, wir haben uns gestern schon getroffen, genau. Du hast gestern schon irgendwas gesagt, eine Tasse Kaffee, ein Pouch. So genau, so geben sie es hier an, also mit 40 Milligramm Koffein pro Pouch. Okay. Ist natürlich jetzt irgendwie für uns als alte Nikotin-Freaks schwierig einzu. Richtig. Eine Kalorie, zuckerfrei. Aber hier steht auch, guck, eine Kaffee. Also eine Kaffeetasse, auch da wird es auch drauf ankommen. Ja, genau. Was für ein Kaffee, wie groß die Tasse ist und so weiter und so fort. Aber vielleicht mal ein guter Anhaltspunkt. Lassen wir mal reingucken in das schöne Package. Schön, also man muss auch sagen, hier. Mega Design, oder? Finde ich auch cool. Also ich finde, wenn du sowas kriegst, vielleicht ist das ihre Starterbox oder das mit, sein, mit Alex Schmecker, wo es gibt, finde ich das ganz cool. Machen wir hier das Ganze mal auf. Wow. Da drauf stehen wir halt, dass das geil präsentiert ist. Das haben sie schon cool gemacht. Ja, das ist durchdacht. Das haben sie schon cool gemacht. Das ist schon geil. We love to scoop you. Ja, also so das Branding und alles drum und dran, 1A. Das passt einfach, muss man sagen. 1A. Das haben sie einfach super gemacht. Dosen haben wir hier einfach Snooze-Dose, oder? Ja, genau. Ja. Das ist ja auch das, wo ich das anguckt habe, ich dachte, ey, da zeigt doch jemand Snooze. Mhm. Sollen wir uns mal reinziehen? Wir haben vier verschiedene Sorten haben wir hier, ne? Ja. Einmal diesen Cool Grape. Cool Grape, okay, also Grapefruit. Dann den haben wir auch schon ein paar Mal bei den Nikotin-Pouches gehabt. Mhm. Eis Karamell, das kommt, glaube ich, auch aktuell immer mehr so im Trend. Ja. Eis Cola, schade, dass der Thomas heute nicht dabei ist. Das sagt er immer. Mir fällt es nicht ein, was sagt er immer? Cola-Bübchen. Ja, ich weiß auch nicht. Und hier nochmal den Fresh Mint, also der ist so ein klassischer Geschmack. Ein klassisches dann halt, ne? Nussgeschmack. Und die Dosen sehen halt echt einfach aus. Original wie mit Friedhof. Ja. 1:1. Ach, guck, und hier stehen auch nochmal die Sorten drauf. Also, ja, verpackungsmäßig wurde hier schon irgendwie was Cooles gemacht. Und man muss auch nochmal on top sagen, das wird hier so als Ganzes verschickt. Mhm. Keine Verpackung außenrum. Finde ich eine gute Geschichte. Echt top. Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf Tuchfühlung. Machen wir. Also klar, zu Dose Design haben wir schon angesprochen, ist top. Mhm. Von der Qualität ist auch richtig gut. Ja. Also, man kann es ja 1:1 vergleichen. Ja, wirklich, mit Friedhof, mit allem. Stinknormale Snooze-Dose. Ja. Gell? Ja. Einfach den. Ui. Da riecht es ja auch schon bombig raus, gell? Das war der Fresh Mint. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Geruchscheck in jede Dose. Heute machen wir es mal ein bisschen anders, weil es sind ja auch andere Produkte. Genau, ne? Und vielleicht auch Leute, wo nicht so oft bei uns. Was mir jetzt auffällt, ist das bei alles Ach, so. Ach du Scheiße, riecht aber wieder mein Grapefruit. Boah. Also ein krasser Geruch habe ich jetzt bei Nikotin-Pouches, noch nie. Das ist schon ziemlich krass. Also sie werben ja mit 0%, also ich lese mal vor, hier steht drauf 100% Koffein, 100% Freshness, 100% zuckerfrei und 0% Bullshit. Das finde ich eigentlich schon geil. Hat ja aber Ace ein ähnliches, Minus 5 Snooze ein ähnliches Motto. Ich glaube, ich finde es geil mit dem 0% Bullshit, weil jeder, wo das nimmt,
ja, oder viele, die kommen einfach vom Snoozer. Ja, ja. Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand sagen wird, ey, was ist das? Kaugummi, der kaust rum. Ja, ja, definitiv. Klar, kann ich mir nicht vorstellen. Das denke ich auch. Und, aber Lars, wenn ich jetzt hier in so eine Dose reingucke, das stört mich ein bisschen. Ja, du hast recht. Entweder also, mehr rein oder mach kleinere Dose, oder? Ja, sieht das genauso viel? Also das sieht ja echt erbärmlich aus. Mhm. Muss man schon sagen, das ist schon etwas... Ein bisschen was offen, so wie es hier aussieht. Also, ja. Ja, wir gehen mal nachher auf die Qualitätscheck. Machen wir mal den Geruch. Also, Grapefruit war Hammer vom Geruch. Gell? Riech mal in die Cola, die habe ich gerade aufgemacht. Alter. Oh, gut. Aber kommt auch nicht ans Grapefruit dran. Die sind Wahnsinn. Was hast du jetzt hier noch? Das Eiskaramell. Ja. Da bekomme ich jetzt mich nicht so dafür, muss ich sagen. Das ist mir meistens so ein bisschen zu weit weg vom... Boah, aber auch vom Geruch ist schon echt... Vergleichbar mit. Echt brutal. Mhm. Die sind wie die, was waren es? Waren es Suave? Nee, Suave waren es nicht. Doch, Suave waren... Doch, Suave. Nee, Fumi waren es. Fumi, ja. Fumi, die haben das nämlich auch. Nur halt hier... Aber brutal. Koffein. Mhm. Also wirklich krank. Das ist ein bisschen der Frühstücks... vielleicht statt der Morgenkaffee hier... Ist das hier, das ist wahrscheinlich auch der Gedanke dabei, dass du ein bisschen an die Kaffee-Richtung rankommst. Das ist ne? gar nicht schlecht. Und ich finde, wenn du jetzt denkst, da ist kein Nikotin dabei, ihr kennt mich. Ich mag das eh nicht, wenn das so extreme Geschmäcker sind. Hier lasse ich es mir voll gefallen. Also wenn ich mir die Pouches so angucke. Mm. Ja, kann ein bisschen mehr. Könnte ein bisschen sie mehr. Sind extrem slim und bei dem extrem slim ist schon nicht arg gefüllt, muss man sagen. Ne? Nee, und du musst mal drüber langen, also der hier. Bröselt brutal bei dir auch, ich weiß es nicht. Nee, die hier sind gut. Hier sind auch welche ein bisschen offen, also auch ein bisschen bröselig. Gut, das ist noch die Anfangsphase, das verbessert sich vielleicht ja. noch, sagen wir mal. Ne? Ja. Wenn ja auch hohe Ansprüche. Auf jeden und Fall. Hier haben wir einfach einen Hersteller, wie ich den Namen schon sagt, einen Crowfound, der aus dem Nichts gekommen ist. Ja. Der muss das Ganze erst einmal auf das Qualitätsniveau bringen, wie jetzt Swedish Match oder wo schon jahrelang für am Snooze sind. Oder weiß Gott genauso. Was. Ja. Sehe ich genauso. Man darf das nicht immer alles über einen Kamm scheren. Mhm. So Lars, ich würde sagen, dass wir einen kleinen kompletten Nikotinschock bekommen, Koffeinschock. Ach so, pardon. Ein Koffeinschock. Ja. Such du dir mal einen raus, wo du probieren möchtest und ich suche mir jetzt mal einen raus, wo ich probieren möchte. Also ich will auf jeden Fall den hier und den Grapefruit. Ach Mann. Ja. Ich probiere mal den Cola. Ja, also die Pouches, ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Wir kennen es besser, ne? Ja, wir kennen es auf jeden Fall aber besser. Okay. Erste Koffeinpouch. Okay, man bringt sie sehr gut unter auf jeden Fall dadurch. Von der Handhabung original. Ja. Also da sind wir ja Vollprofis. Mhm. Das Produkt wird von den Herstellern ab 16 Jahren empfohlen. Okay. Also nichts ab 18 hier, trotz Koffein. Okay. Auch mal hier noch als, was man euch mitgeben wolle, auch wenn es sich um Koffein handelt, Schwangere oder wenn ihr Probleme im Herz habt oder was auch immer, Puls von 200. Vorsichtig sei, genau. Einfach vorsichtig sei. Wenn ihr schon merkt, beim Kaffee und so habt ihr als Herzrasen oder sowas, mal langsam tun vielleicht. Ja. Alle anderen. Ich glaube auch hier, dass du das, wie mit dem Nikotin auch, du kannst es relativ schnell überdosieren, wenn du es übertreibst. Das kann schon sein, ja. Weil es geht trotzdem in deinen Körper rein, auch mit durch nicht. Und Koffein ist halt auch nicht wirklich ungefährlich. Also ihr kennt es aus den USA mit diesen Monster Energies, wo sich die... Ja. Junge reingefahren haben und im Krankenhaus gelandet sind. Denke ich, dass wir hier nicht haben. Also das Ding, wenn es auf den deutschen Markt kommt, da sind wir schon relativ human, sage ich mal, von der Werte und da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wie kommt dein Geschmack rüber, Nico? Noch nicht viel, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, die könnten schnell saften. Ja, verstehe. Hast du das Gefühl auch? Ja. Also ich muss mich hier schon anstrengen, die Lippe ein bisschen mehr zu drücken, weil sonst würde er mir rausrutschen. So ein bisschen, wenn ich viel spreche jetzt. Ich glaube, die saftet relativ schnell, so vom Gefühl her. Ne? Ja. Ich muss sagen jetzt, über die Form, wo ich am Anfang noch so ein bisschen... Mhm. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Die sitzt ja ganz gut unter der Lippe. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt auch viel gesprochen. Mhm. Dann wackelt es ein bisschen hin und her, aber gut. Merkst du schon was vom Koffein? Nee, ich kann das ganz schwer bei mir. Ich bin eigentlich jemand, wo auf Koffein sehr schnell anspricht. Mhm. Also auch Kaffee oder so Energy Drinks bin ich jemand, wo auch ein bisschen locker machen muss, weil ich das sofort merke. Ja. Merke ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Bei dir? Ich glaube schon, aber es könnte auch Einbildung sein. Vielleicht. Also wenn man die Dinge auf jeden Fall im Langzeittest noch für euch machen. Ich meine nicht mehr. Die bist du jetzt. Wieder Fred Feuerstein.
Naja, ich würde sagen, ich merke was sogar. Okay. So ein bisschen wie so die erste paar Schluck am Red Bull. Mhm. Könnte aber auch wirklich jetzt Placebo-Effekt sein. Mhm, okay. Müssen wir mal auf Dauer testen. Das kann schon sein. Ich weiß nicht, wie schnell das reinkommt in deinen Körper. Ich finde halt wirklich beim Koffein, also es gab ja früher schon die Koffeintablette, wenn dir das noch was sagt. Ja, klar. Da war ich nie ein Fan davon, weil es irgendwie ist synthetisch, das Herz wird irgendwie überstrapaziert und so. Und ich habe das nie gemacht. Ja. Es gab früher Leute, wo im Club waren und sich Koffeintablette reingefahren haben, einfach, dass er länger durchhält. Aber ich fand das irgendwie nie geil. Mhm. Bei sowas muss ich jetzt sagen, der ist natürlich gewonnen, der Koffein. Also irgendwie aus Kaffee rausgewonnen oder was. Ja. Finde ich schon irgendwie und hat halt das Bekannte mit Snooze oder mit so Pouches, wo du dann unter die Lippe fegst, was man eh kennt. Hier bin ich viel weniger abgeneigt dazu, muss ich sagen. Ich auch. Wenn ich jetzt wirklich mal einen müden Abend hätte, wo man irgendwie, was weiß ich, der Abend durchdattelt oder mesh weg oder was weiß ich was, hat einen harten Tag hinter sich, könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich mir so eine Pouch mal reinfahre, um mich ein bisschen aufzuputschen, sage ich mal. Am Anfang, wo wir uns darüber unterhalten haben, ja, ist ja klar, habe ich auch für mich gedacht, wozu braucht man das? Also warum? Ich habe doch beim Snooze ist das ganz klar, okay, ich könnte jetzt eine Zigarette rauchen, da habe ich mein Nikotin oder ich nehme einen Snooze, den kann ich überall auf der ganzen Welt, in jeder, überall, also im Auto, im Flugzeug, was weiß ich, kann ich das konsumieren. Ja. Ja? Hier habe ich jetzt immer gedacht, warum? Du kannst schon Kaffee trinken und dann bist du auch noch Energy. Aber ich finde das geil als Alternative für mich jetzt persönlich, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt keinen Snooze, sondern ich nehme das und habe die Wirkung, dass es mich ein bisschen aufpusht. Du musst halt auch die Vorteile so sehen von dem Kaffee. Ja. Einen Kaffee kriegst du nicht jetzt kurz während der Autofahrt oder was, kannst du dann einen kurzen Kaffee im Auto machen. Ja. Energy, einen Haufen Kalorien. Ja. Red Bull oder Co. Da gibt es auch andere Energy-Drinks. Ja. Alle einen Haufen Kolonie. Die hier. Kolonie. Die hier natürlich. Ja, die hast du nicht mal versprochen. Aber Absicht. Weißt du, hier hat man einfach so den Vorteil. Keine Kalorien, überall greifbar. Ja. Geschwind aus der Hosentasche rauszaubern. Sie werben auch, du hast schon recht, diskret. Und das ist diskret. Das kein Mensch merkt das, ob du das sagst oder nicht. Wie auch bei den Nikotin-Pouches. Nur, dass es hier halt einfach einen anderen. Ja. Anderen Bereich abgreift. Ja. So. Und ich finde es gar nicht schlechte Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das bei mir einbürgern würde. So. Ja. Aber ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee auch gut. Weil wie viele fahren sich einfach einen Energy Drink rein oder einen Kaffee, wenn sie müde sind? Wo es gar nicht um den Genuss wirklich geht, was einfach Wirkung, nur um den Wachmacher morgens im Büro oder was weiß ich was. Ja. Viele haben auch vielleicht nicht die Zeit, morgens im Büro einen Kaffee zu trinken oder was. Ja. Und dann zack. Echt cool. Ja, vom Geschmack muss ich sagen, also ich gehe immer mit der Zunge hin. Mhm. Ist er jetzt da? Bei mir ganz dezent. Okay, bei mir schon. Ich habe gedacht, der wird also saftiger und mehr von der Intensivität. Danke. Ist das vergleichbar mit einer Nikotin-Pouch oder mit einem Snooze vom reinen Gefühl? Und voll. Also ich finde, das Brenner fehlt ein bisschen. Das Brenner fehlt? Ich bin mal hier gespannt auf den Min, vielleicht ist da drin. Mhm. Aber du hast recht, das Brenner fehlt. Der Kick halt, wo du bei einem Nikotin-Pouch hast, der fehlt. Der fehlt, ja. Der fehlt, das muss man sagen. Aber das Gefühl, dass es dich eigentlich beeinträchtigt, wenn du sprichst und so, ist original. Ja. Das finde ich eigentlich cool. Und man hat nicht so dieses Kopfdrücke jetzt, wie bei einer Nikotin-Pouch oder bei einem Snooze. Ja. Sondern ich finde, es ist eher ein körperliches Wachsein, das man vielleicht ein bisschen eher hat. So. Ja. Um das mal einfach so zu beschreiben, schwierig zu beschreiben. Ne, ist gut, ist echt gut. Mhm. Okay. Finde es auch vom Design, also da cool gemacht. Wirklich für aus dem Nix, ne? Echt super. Mhm. Also, würde man euch empfehlen, vielleicht auch gerade die, vielleicht auch zum Aufhören nicht schlecht, ne? Ja, das habe ich auch noch. Ich will jetzt mal den hier noch holen. Klar, dann hast du wieder Koffein, aber besser. Du machst die Sucht mit Sucht. Wie Nikotin, Probieren kann man es natürlich mal. Ich will den jetzt mal ein bisschen länger drin lassen, einfach um Langzeit zu gucken, was da runterkommt, wie lange kann ich den drin lassen. Den fand ich schon richtig gut. Ist das jetzt schon verkäuflich? Kann man das schon kaufen? Die kann man schon kaufen, ja. Also weißt du, was das kostet? Keine Ahnung. Okay. Aber klar, ist bezahlbar. Die sagen jetzt hier 10 bis 15 Minuten. Braucht es, bis der Kick da ist? Genau, bis der Koffeinkick da ist. Ja, bis der Blitz erscheint. Und das wird halt schwierig in unserem Video. Ja, immer, das ist ja klar. Wir haben die Dinger jetzt, wir testen die mal durch. Werde euch da auf Instagram natürlich auf dem Laufenden halten. Ich finde es cool, dass so eine kleine Infobroschüre hier noch dabei ist. Ja. Auch für die, wo sich einfach nicht auskennen damit. Brauchst du, das musst du, weil ich glaube, ist auf der Dose einzeln auch nochmal drauf, bestimmt. Mit Sicherheit, ja.
Ja, und einfach keine Zusätze und Schrott drin. Das ist halt auch das Koffein natürlich geworden. Das ist irgendwie schon was Cooles, ne? Und ich bin mal gespannt, ob die Nikotin-Pouches-Hersteller, die großen, teilweise nachziehen und auch Koffein-Pouches jetzt machen. Hey, wer weiß, gell? Wer weiß, kann schon sein. Ich könnte es mir schon vorstellen. Oder gepaart? Koffein also, und Nikotin. Und Nikotin. Ah, ich glaube, das wirkt sich irgendwie entgegen dann vielleicht. Keine Ahnung, du spaltest ja ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall werde ich die Dose mal aufheben und gerade wenn man so Durchhänger abends hat, wenn man das mal austestet, ob man da aus dem Loch dann wieder geschwind rauskommt. Genau. Also, geiles Produkt. Mhm. Wir sind froh, dass wir das gekriegt haben von den Jungs. Vielen Dank. Wir sind da ja ganz offen. Scooper Boys. Genau, wir sind da ja nicht irgendwie voreingenommen oder so, sondern absolut, ja. Die Idee war cool. Mhm. Wir finden die Idee nach wie vor cool. Definitiv. Die Gründer so oder so. Guckt das euch einfach mal an. Vielleicht findet ihr das irgendwo zum Nachschauen. Bei Vox. Easy Leute. Und ich bin mir sicher, ich könnte wetten, dass die Leute dort, also gerade die zwei Gründer, immer ein Dösle Snus in der Hose da schauen. 100%. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ja. Also, ja, das war unser Review. So sieht's aus. Mal etwas anderes ohne Nikotin. Aber interessant, würde ich sagen. Richtig, und vielleicht mal was zum Ausprobieren für euch. Genau, ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das schon gekannt habt. Ja, und wenn ihr es probiert habt, ob ihr schon Wirkungen mal verspürt habt. Also bei uns ist jetzt aktuell noch schwierig zu sagen. Voll. Gell? Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Genau. Also, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir am Start sind. Mit den Scooby-Doos. Wir sind raus. Muskikowski und... Ciao.